Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeigen wir euch Chrompigmente, Folien und natürlich unsere Gel Extension Tipps. Unser Modell hatte keine Nägel mehr drauf und jetzt zeigen wir euch, wie wir das Ganze vorbereiten und aufkleben. Die Nägel werden ganz kurz gemacht, bevor wir aufkleben, weil die wachsen etwas nach unten und deswegen kann das zu viel Materialien, also verschwenden wir dann zu viel Material. Mit dieser nierenförmigen Fräse oder Fräserbit machen wir dann diese Apparatmaniküre. Und wir haben uns hier für Ballerina Schott entschieden und die sind schon matt, aber trotzdem, wir feilen etwas, damit wir die Kante ein bisschen dünner haben, damit, wenn das rauswächst, nicht so zu sehen ist oder nicht so absteht. Deswegen haben wir das etwas dünn gefeilt. Jetzt kommt unser Air-System, also unser Air Glue, also das ist Flüssigkeit und unser Pulver. Und bei diesem System brauchst du immer Ultrabond auf den Tipp aufzutragen, also auf den Nagel und auf den Tipp. Jetzt machen wir unser Pinsel feucht und dann kommen wir in das Pulver und dann ist das so eine gelartige Mischung. Siehst du, wir haben gerade Pinsel sauber gemacht und dann wird das festgehalten. Also wir sagen immer, bis zu 40 Sekunden musst du das festhalten, dann kannst du loslassen. Loslassen, alles gut. Ultrabond auf den Nagel, Ultrabond auf den Tipp, Pinsel mit dem Pulver. Und bevor du klebst, musst du den Pinsel sauber machen, weil viele sagen, Pinsel ist vertrocknet. Bevor du jetzt klebst, Pinsel bitte reinigen auf deiner Serviette da, die du da schon vorbereitet hast. Und so kleben wir Nagel für Nagel. Und bis du fertig bist, ist der erste Finger schon quasi ganz, ganz hart und trocken und ist schon, alle fünf sind fertig. Ist das nicht schön? Die sind zwar matt und wir haben dann die trotzdem anmattiert, weil das ist wahrscheinlich die Gewohnheit. Du brauchst die nicht anmattieren, du kannst sie einfach mit dem Cleaner abwischen und dann kannst du schon direkt lackieren oder dein Design machen, was du dir gewünscht hast oder deine Kundin. Die Folien. Ne? Wir sagen immer, oder viele von euch fragen, wie mache ich, dass die Folie besser hält, dass die ganz abgeht, auf dem Nagel bleibt, und jetzt zeigen wir das Schritt für Schritt. Wir haben uns für Lack & Go entschieden, in Weiß, das ist ohne Klebeschicht, deswegen nach dem Auftragen und Aushärten haben wir den anmattiert und jetzt kommt Folienglue drauf und wird 60 Sekunden ausgehärtet. Genau 60, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt haben wir diese tolle Steinfolie, also Steinoptik, und dann schneiden wir die Seiten an. Das ist, weil das gibt Falten. Der Nagel ist gewölbt von links nach rechts, von oben nach unten. Das gibt so Wölbung und dann gibt es diese Wellen, diese Falten und dann bleibt Muster da auch nicht gut aussehen. Deswegen sagen wir immer, schneide die Kanten ab, die Seiten etwas anschneiden und dann klappt es viel besser mit dem Muster. Und weil diese Steinoptik sowieso nicht so genau ist wie dein Ornament, sondern kannst du dann noch nachbessern. So, jetzt haben wir Folie drauf getan und kümmern uns um die anderen Finger. Mit dem dünnen Pinsel nehmen wir extra da, besser zur Nagelhaut zu kommen, dass das an der Nagelhaut auch sehr gut aussieht. Jetzt haben wir so ein tolles Lila-Ton oder tolle Violett-Ton, Flieder oder so. Und dann kommt die dritte Farbe. Also wir haben hier drei Farben. Also Weiß und dann Steinoptik und hier noch diese zwei tolle Lila-Töne. Das ist Lila und das andere war wahrscheinlich doch Flieder. Und das wird zwei Schichten gemacht. Also für Folie hat nur eine Schicht gereicht. Und hier machen wir immer zwei dünne Schichten und die werden jeweils ausgehärtet. Und jetzt werden wir dir zeigen, wie du dann, ah ja, die Folie, dass die am besten hält, musst du noch irgendein Base-Gel drunter, also drauf tun. Also entweder Shellac-Base oder unseren Strong ganz dünn aushärten und dann es versiegeln. Für Pigmente haben wir extra Top, also Versiegler, das ist Express Finish. Da kannst du am besten die Pigmente benutzen. So, jetzt werden die angeraut wieder die Kanten und dann kannst du das versiegeln. Also diese Gel Extension Tipps sind einfach super geeignet für Pigmente, weil da siehst du alles. Unser No Wipe Diamond Shine hat auch keine Schwitzschicht, aber die Pigmente, für Pigmente ist das nicht sehr gut geeignet. Also das beste Produkt für Pigmente ist bei uns Express Finish. Jetzt versiegeln wir das Ganze, die Kanten werden auch gut versiegelt und dann kannst du dein Resultat genießen. Wir freuen uns auf eure Likes und Kommentare und eure Fragen und viel Spaß beim eventuellen Nacharbeiten.